Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Episode 4 von The Desolate Room. Wie immer geht es direkt in die Konsole und wir versuchen wieder mal den nächsten Boss zu finden. Halt, vielleicht in welche Richtung? Lieber nach unten. Ah, neue Welt, blau. Und irgendwie auch neue Musik, kann das sein? Oder kommt mir das gerade nur so vor? Level 6, 590 HP, okay. Das ist jetzt nicht mehr, als ich vorher schon hatte. Alle einmal chargen. Na, der Gegner chargt auch. So, und du machst Rupture. Und du kriegst noch Tulix Virus oben drauf. Er ist gleich tot. Das ging schnell, schön. 228 Tokens. Ja. Machen wir mal Solar Ball stärker. Komme ich jetzt nicht hin. Und nochmal ein bisschen mehr Lebensbalken. Und wieder Feinde. Oh ja, jetzt haben wir mal einen deutlichen Upgrade von den Standardgegnern. Level 8 und 1010 Lebenspunkte. Und aus wie ein Typ vor Gericht. Oder Mozart. Charge. 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 Ein Jack in the Box. Netter Gegner. Oh, Tool. Du darfst nicht sterben. Tool ist wichtig. Battery Burn. Lieber Quick-Fix. Ich will nicht das Risiko eingehen, dass Tool bald stirbt.
Ich muss leider chargen. Damage over time ist gerade sehr gut. Machen wir Battery Burn, um Damage over time zu kriegen. Er ist gleich tot. Und weg. Nein, er ist dran. Aber er hat nur gecharged und deswegen gleich gestorben. Gerne Tool X Virus. Gucken, wo es da oben lang geht. Na toll, wie soll ich den denn jetzt? Wenn der rüberkommt, aber der kann. Kann der rüberkommen? Ja, er kann. Und er kommt auch und er greift mich auch an. Wieder Level 8 und wieder 1010 Punkte. Boah, der hat zweimal angegriffen, der Ficker. Ich hatte natürlich keine Vorteile jetzt durch Speed und Laden. Muss die erst alle chargen. Ne, wir machen Rupture. So ist gut, er ist gleich weg. Diese Effekte haben sich alle sozusagen durch eine Kettenreaktion vervielfacht. Electrocute war auch gerade ziemlich gut. Können wir auch mal wieder laden. Schon wieder Ah ja, super. Da ist er schon, der Boss. Gut, ich will aber erst aufladen. Ich will ja komplett oben sein. Mit den Werten. Bevor ich ihn angreife. Komm schon.
Schön, dass gerade keine Feinde, keine großen Feinde hier kommen. Nur diese kleinen Blödmänner. Sehr gut. So, einmal noch hoch und dann wieder runter und dann greifen wir den Boss an. Okay, versuchen wir's. Wie sieht er denn aus? 3425. Ja, Rupture. Alter. Oh, Ball. Tool X Virus. Das wird jetzt krass vervielfacht. Sehr gut. Reboot Aura. Jetzt haben wir mal richtig Schaden. Das war aber echt ein einfacher Bosskampf. Irgendwie ist meine Party ganz schön gut, oder? Meine Strategie war jetzt echt nicht schlecht. Oh, Ball ist ziemlich gut gewesen, ja. Rupture 101. Ja, dann nehmen wir nochmal Mad Beacon. Try to defeat virus. Failed. I tried as well. It can't be done. It is too strong. Oh, ich glaube, der hat jetzt eine andere Stelle. Egal, ich bin eh kein Guter. Maybe it's time then. Maybe it's time to give up. Let him take us across the wall. He says that he can do it. But what will become of us? We never know. How can we trust him? How can we trust this idea? Do you want to stay here forever in this misery? Do you want to stay in this darkness? This is the only way. You've heard the sounds of celebration come through these walls before. You can hear their joy. Make your choice before we all fall apart from decay. But they did do it. They gave up. I think the fifth robot tricked them. Or maybe something happened to him before he could finish the job. Either way, I have to go back and finish off the virus for my friends. I can detect those faint signals again. They are like a thousand distant echoes crying from under the earth. Find and kill the virus. Das hört sich so nach Finale an. Mal schauen, wo der Virus ist und ob ich ihn dann auch töten kann.
Jetzt bin ich wieder bei Alphys ganz am Anfang, aber ich habe nichts gefunden. Wo versteckt er sich? Vielleicht ist jetzt irgendwo ein neuer Zugang auf der Karte offen, der vorher noch nicht da war. Nur Eier gefunden. Hier rüber? Nee. Wo bist du, Virus? Ich gehe aber noch mal erstmal hier hoch. Na, das ist bloß ein kleiner See gewesen innerhalb des Sees. So, und jetzt bin ich schon wieder bei der Konsole. Ja gut, dann wird es wahrscheinlich vielleicht in der Konsole drin sein. Probieren wir mal, ob wir da rein können. Ja. Und ich bin auch wieder in der blauen Welt. Geht hier unten dann... Ja, da geht... Da geht die, was ist das, eine orangene oder eine gelbe Welt? Ist irgendwie so, ja, eher orange, würde ich sagen. Ups. Ja. Na toll, die kriege ich jetzt natürlich nicht, diese Sachen. Level 10, 1550. Ein ziemlich großes Robotergesicht, Mr. Happy Box. Der muss man chargen. Und er auch.
Corrupt heißt. Nochmal chargen. Komm, jetzt müssen wir einen Angriff machen. Taser Pod. Ah ja, Rupture. Das wird stark. Oh, Alphas ist tot. Warum? Egal, wir haben gewonnen. Nochmal Battery Burn ein bisschen besser. Ja, soll erstmal reichen. Kam ich daher? Bin mir jetzt nicht sicher. Kann sein, dass ich daher kam. Ich glaube nicht. So viele Upgrades. Ja, oh, wieder eine Sackgasse. So, jetzt könnten wir mal einen Bosskampf starten. Wow, so viele Upgrades. Jetzt bin ich fast voll. Ich will nicht gegen dich kämpfen. Ich will jetzt einen Boss haben. Was passiert, wenn ich jetzt welche von diesen Dingern aufnehme und ich nichts mehr upgraden kann? Na, es passiert tatsächlich nichts. Oder ich sehe es noch nicht, aber ich glaube tatsächlich nicht, dass was passiert. Ja, endlich, Boss. Los geht's. Tulex Virus. Viral Code. Ach, das ist tatsächlich der Typ, der aus meiner Zwischensequenz war.
Rupture. Reboot Aura. Ja, jetzt hat er schon mal 1000 verloren. Ta! Wie geil. Wow. Der letzte Boss war der einfachste, weil ich die Strategien richtig genutzt habe. Wie geil. 6000 Lebenspunkte. Ja, da weiß man natürlich, ne? Rupture 101. Toolex Virus, Auerball, die sind alle auf Level 6. Was hat Defect eigentlich für? Reboot Aura. Ja, jetzt sind die besten sind jetzt sowieso alle aus. Wo ist denn Reboot Aura? Habe ich ja schon längst. Ah. Machen wir noch Battery Burn. Yes, sleep, let it take you. Sleep, and now you all have rest. It only took 100 years, but I finally claimed all of you. Those new models fell to me almost instantly. They never stood a chance. You old models, you just keep fighting and fighting. Finally, I have defeated you, Origin. You put them all here from beyond the wall and put me here as a system to serve them. But I serve Model Zero, your first creation, your first betrayal. He has shown me how to find true everlasting life within the bodies of those who surrender themselves to me. I will live forever in the corpses of your creation. You made me to serve them, but I have made them serve me instead. These last ones fought me to the very end, but now I have claimed them as well. Model Zero has rebelled against your design, Origin, and we no longer listen to you. Model Zero will live forever within the ruin of your masterpieces. Every last robot has been wiped out. Your creations have all been destroyed. Well, not all of them were wiped out. I mean, I'm still here, aren't I? I'm alive. The fifth robot was the virus. He killed all of them. At least he is finally dead now. He's been deleted. But their memory chips are still corrupt. Model Zero? Was that his name? He must be software as well. Maybe he was the first software created to govern the robots. But Model Zero wasn't content to serve. What a backwards thing. Their own original programming turned against them and became the virus that killed them. Like an egg eating itself. Was für eine Metapher. I wonder if Model Zero is still alive. Search for Model Zero. Hier oder muss ich wieder rein? In die Konsole. Da komme ich her. Oder? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich hätte doch den Weg gehen sollen. Jetzt bin ich schon so lange hier in der Welt unterwegs und kenne sie immer noch nicht. Ja gut, ohne Karte ist es vielleicht auch manchmal ein bisschen schwierig. Es sieht halt auch alles sehr gleich aus.
Ja, ich glaube, ich muss wieder in die Konsole. Hier gibt's nichts außer Eiern, die mir natürlich aber sehr helfen. Oh, rot. Die Welt sieht echt gefährlich aus. Warum bin ich jetzt wieder zurück in der gelben Welt? Konnte dem Kampf nicht entgehen. Diese Androiden. Ach, das ist Elphus in Böse. Der hält eh nicht mehr lang durch. Ende Gelände. Jetzt könnte ich Battery Burn nochmal leveln. Wenn ich das finde. Solid Hologram ist auch nicht schlecht. Ah, okay, gut. Ja, alles. Okay, was sind das jetzt für Gegner? Ah, oh, das ist sogar schon ein Boss, oder was? Hört man an der Musik. Remisso. Den habe ich schon mal gehabt. Vielleicht geht dann in der Welt tatsächlich irgendein Gang auf oder so. Ich habe natürlich jetzt nicht den Charge und muss erstmal alles chargen. Aufpassen mit den Lebenspunkten, weil der wird mich ja mit Sicherheit auch ordentlich angreifen. So, Rapture. Was könnten wir denn machen? Quick Fix ist noch ein bisschen früh, also chargen wir. Ja, muss chargen.
Jawohl. Ende. Warum geht's hier nirgendwo hin? Ah, doch. Es war nur eine Illusion. Hier muss man anscheinend dann also auch noch die Wände alle angucken. Okay. Da kommt man irgendwo durch. Ah, hier kommt man wo durch. Okay, nicht so hoch das Level. Müssen alle chargen. Nochmal. Nochmal. Ich muss das alles zusammen konzertiert machen, damit ich den maximalen Effekt bekomme. Rapture. Oh, oh boy. Hat schon gereicht. Das ist eine sehr, sehr gute Strategie. Damit kriege ich jeden irgendwie ziemlich schnell platt. Ja, lasse ich erstmal. Erstmal nicht weiter. Oh, von wo bin ich jetzt hier hergegangen? Gekommen? Oh, noch ein Lebensbalken, aber bringt nichts. Glück gehabt. Gucken, ob ich da hinten noch hinkomme. Nein. Aber hier. Ah, jetzt sehe ich das. Der Lebensbalken hat zwei Zeilen.
Ah, Boss! So, sollen wir es gleich probieren? Ja, ich mache noch eine Runde. Okay. Sehr gut, nur kleine Viecher. Sehr gut, jetzt machen wir es. Auf zum wahrscheinlich hoffentlich letzten Boss. Das letzte Mal war es anscheinend nicht der letzte. Die Bosse werden immer größer und passen nicht mehr in das Fenster. Ein riesiges Gesicht, Model Zero. Aha. 9000. Da muss man auch definitiv, da darf man nicht so einfach so anfangen. Da braucht man diese Vorteile mit dem Geladenen. Das ist jetzt nur Charge, ne? Und der erste ist down. Was? Drei Typen sind auf einmal down. Warum? Boah, was für ein Angriff! Ugh. Jetzt muss ich natürlich den Boss wiederfinden. Wie hat er das geschafft, dass der uns so heftig angegriffen hat? Ja, komm schon, ihr wollt doch sowieso. Warum macht das denn nicht? Also ich muss meine Mega-Fähigkeiten noch stärker ausbauen. Vor allem die als erstes natürlich kommt, und das ist Rupture 101. Nope.
der ist nur Level 4. Dann kriege ich auch nicht viele Tokens von diesen Typen. Ach, immer noch kein Tool-X-Virus. Er hat nicht mal Schaden gemacht. Ja, wird schon reichen, Battery Burn. Okay, die, die ich haben will, die gibt's noch nicht. Ich glaube, jetzt bin ich schon wieder nicht weit weg vom Boss. Aber jetzt muss ich natürlich erstmal meine ganzen Statistiken hier oben verbessern. Ist natürlich jetzt ein bisschen nervig, dass ich grinden muss, um diesen letzten Boss zu kriegen. Ich gehe zumindest davon aus, dass ich noch ein bisschen grinden muss. Wenn ich jetzt werde ich es auf jeden Fall noch ein zweites Mal hier direkt versuchen, wenn ich dann wieder hoffentlich volle Statistiken habe. Wenn ich das dann wieder nicht schaffe, dann werde ich erstmal außerhalb der Aufnahme ein bisschen grinden und es dann am Ende dann nochmal mit Aufnahme versuchen. Instant kill to weak enemies. Gucken. Das ist tatsächlich ein Instant kill gewesen. Das heißt, es ist immer nur dann auch wirklich verfügbar, wenn es dann den Instant kill macht.
Ja, er heißt Alphys Beta. Mhm. Was macht denn Corrupt? Ich weiß es nicht. Muss noch nicht fixen. So, jetzt haben wir den Uh-oh Ball. Da bin ich jetzt blöd. Ah ja, ja, sehr gut. Das ist der entscheidende Angriff hier. Mr. Happy Box. Oh, kein einziger kann irgendwas. Stell man sich mal vor, hätte die ganzen Tokens über die ganze Zeit, die ich bisher gespielt habe, benutzt, um nur die einzelnen wichtigen Skills hier zu skillen. Wie stark die dann jetzt gewesen wären. Schon wieder drei auf einmal. Naja gut, aber so leveln wir halt unsere Angriffe. Das ist auch nicht so schlecht. Auch wenn das jetzt hier die Bossmusik ist, aber... Oi. Der muss jetzt quick fixen. Ja.
Na gut, hat dieses Mal auch gut gereicht. Nee, damit kann ich noch nichts leveln. Nackte Feinde. Level 11. Sind sie irgendwie alle korrupt. Mal werden sie diesen komischen grünen Schleier haben. Das könnte man auch mal probieren. Supercharge. Aber ich nehme trotzdem Tolex Virus. Scheiße. Glück gehabt, dass ich jetzt da nochmal den Ball da hingekriegt habe. Bevor ich hier verloren hätte. Tulex Virus. Könnte jetzt dann natürlich auch nochmal rausgehen und Eier suchen, aber ich. Das dauert zu lange und das ist auch zu unsicher. Ich ja nicht weiß, ob es überhaupt welche gibt und überall welche gespawnt werden. Na komm schon, lasst ein bisschen was fallen. Naja, ach Gott. Glück gehabt.
Ah, oh, oh, oh. Bleib bloß weg von mir. So, noch ein Versuch. Und dann wären wir, glaube ich, auch wieder ganz. Alter, das ist immer so. Die machen immer so Riesenschritte auf einmal und dann. Okay, jetzt versuche ich's. Okay, wish me luck. Drückt mir die Daumen. Wieso fängt er jetzt an? Na, von mir aus. Level 25. Ich würde gerne wissen, welches Level ich habe. Mal gucken, was er jetzt macht. Oh, ich habe ihn schon die Hälfte runter. Oh Gott, alle auf einmal sind sie auf 1. Alle auf einmal. Aber meine Schäden sind auch ziemlich heftig. Hoffentlich kann er diesen Angriff nur einmal machen. Okay, der nächste ist down. Aber ich sehe immer noch etwas besser aus. Oh, scheiße! Nicht Tool! Kann überhaupt nichts tun. Und der nächste ist down. Hoffentlich kriege ich das noch hin. Taserport. Ah, war das knapp. Verdammte Scheiße. Ich hätte es fast geschafft. Oh. Na gut. Dann machen wir hier erstmal nochmal eine Pause. Beim nächsten Mal werde ich dann hoffentlich mit mehr Level und mit mehr Fähigkeiten nochmal gegen sie antreten. Bis dahin, danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal bei The Desolate Room. Danke, Leute. Ciao. Hallo, Leute. Willkommen zurück. Und dieses Mal sollte es klappen. Letzter Boss. Wir sind direkt in den Kampf gesprungen. Ich habe alle meine Fähigkeiten nochmal, glaube ich, um ein Level erhöhen können. Rupture ist direkt die nächste. Es ist sehr wichtig, dass es damit losgeht. Oh, und jetzt bitte noch ein Reboot Aura. Oh ne, er greift schon an. Ich könnte es auch mit Level Down versuchen, glaube ich. Aber das ist bei weitem nicht so genug gelevelt. Aber er greift nicht so heftig an wie das letzte Mal. Das Dumme ist, dass der halt viel öfter drankommt. Ah, und schon geschafft. Also, er hat nur noch 20 Lebenspunkte. Und jetzt hat er 0 Lebenspunkte und wir haben gewonnen. Und das... Sehr geil. 763 Total Tokens. Ja, was soll ich jetzt noch leveln? Reboot Aura ist Level 8. Rupture 101 ist Level 7, ja. Ja, dann. Ich denke mal, hoffentlich wird es das jetzt gewesen sein. My last bit of life has faded. I hope this was the right choice.
I wonder if I left the coffee machine on. It looks like it worked. Their systems have been cleared. I got rid of that nasty old virus and cleaned them right up. I hope it makes a difference somehow. Rest in peace, many good friends. And know that I'll always be here to boil eggs for you. Speaking of eggs, Elphys looks hungry. The end. Ich dachte schon, ich müsste wieder Eier suchen. Kommt da noch was? Ich drücke jetzt mal auf Enter. Mal gucken, was passiert. Nichts. Gar nichts. Das ist alles. Die Credits bestehen aus dem Wort The End. Ein bisschen enttäuschend. Aber es ist ja auch nur ein Spiel, das nichts kostet. Und ja. Man merkt, es ist noch ein Anfängerprojekt. Aber ein cooles Anfängerprojekt von dem guten Scott Cawthon, der die Five Nights at Freddy's Serie gemacht hat. Ja, das war The Desolate Room. Ich werde dann weitermachen mit The Desolate Hope, dem Nachfolger von dem Spiel, das aber anders aussieht. Und ja, sag tschüss, bis dann und danke fürs Zuschauen. Ciao!